Tja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ja, ihr seht es schon, wir gucken uns heute wieder den täglichen Gegenstandshop an. Und ja, Leute, danke für alle gute Besserungen. Mir geht es wirklich schon viel, viel besser. Und ich habe mich wirklich erholt die letzten Tage jetzt. Bisschen weniger Videos gemacht, deswegen ein bisschen mehr ausgeruht. Aber jetzt bin ich wieder voll aktiv und nicht zu 100% gesund. Aber ich sag mal so, genug, um wieder Videos heute zu produzieren. Aber Leute, was ich nochmal ansagen wollte, ich habe nämlich noch ein Gewinnspiel am Start. Viele von euch haben es noch nicht mitbekommen. Leute, ich verlose drei Gipfelstürmer Starterpaket oder ihr wisst ganz genau, diese Pakete, die immer in dem Shop sind, in Fortnite, die ich auch, so habe ich ein Video gemacht, checkt die einfach auf jeden Fall aus. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein, definitiv auch die Glocke aktivieren, schreibt in die Kommentare mal Hashtag Gipfelstürmer und folgt mir auf Instagram TacticsGaming-YT, da wird das Ganze nämlich aufgelöst. Aber jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns den täglichen Gegenstandshop an. Okay Leute, wir haben coole Sachen im Shop bekommen, aber nichts Neues, muss ich dazu sagen. Aber morgen wird etwas richtig Geiles in den Shop kommen, deswegen bleibt morgen auf jeden Fall noch aktiv und guckt euch morgen den Shop an. Aber heute geht es mal um den täglichen Gegenstandshop, den wir heute bekommen haben. Und zwar haben wir heute ein seltenes Emote bekommen, den Adler. Glaub an dich und du kannst fliegen. Ja, der Typ denkt auf jeden Fall, dass er fliegen kann. Ich glaube, dem sollte mal jemand sagen, dass er das nicht kann. Nichtsdestotrotz ist es ein cooles Emote und für 500 V-Bucks auf jeden Fall ein Emote, was man sich kaufen kann. Muss man aber nicht, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber wenn ihr genug habt, dann gönnt euch das auf jeden Fall. Aber bevor ich euch das gönnen möchte, Leute, tragt mich doch nochmal gerne als Creator ein bei euch in Fortnite. Es sind nämlich wieder 2 Wochen abgelaufen sozusagen und ihr müsst meinen Namen nochmal neu eingeben. Was ihr eingebt einfach, ich zeige euch das Ganze einfach mal, ihr gebt einfach METE-8 ein. Wenn ihr das eingebt, einfach mal R2 bestätigen oder halt auf eure Konsole und dann Viereck annehmen, dann bin ich da wieder als Creator, den ihr unterstützt. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich da unterstützt und mich wirklich da supportet und mich da eingetragen. Dann gucken wir mal direkt weiter und zwar haben wir noch ein ungewöhnliches Emote bekommen, Fingerwedler. Ja, den Fingerwedler für 200 V-Bucks kann man sich auf jeden Fall auch kaufen und diese 200 V-Bucks Dinger, Leute, jetzt mal abgesehen davon, dass es jetzt nicht so viel ist, 200 V-Bucks sind wirklich nichts und das kann man sich auf jeden Fall kaufen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch das heute im Shop. Ist für 24 Stunden wieder drin und ist wirklich ein Emote, was man, da macht man nichts falsch. Dann haben wir nochmal ein seltenes Outfit, die Arktis-Assassinen. Kein Fan davon, immer cool bleiben, Teil des Arktis-Einsatzsets, aber 1200 V-Bucks sind hier nicht so gut investiert, bin ich der Meinung. Ich bin nicht so ein Fan von dem Skin, aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Liebhaber unter euch ist und der sagt, Digga, ich finde diesen Skin übel und ich will den unbedingt haben. Dann gönnt euch den auf jeden Fall, aber ansonsten würde ich hier für 1200 V-Bucks definitiv die Finger von lassen. Dann haben wir nochmal ein seltenes Erntewerkzeug, die Nachteule für 800 V-Bucks, hilft dir auch nachts auf den Beinen zu bleiben, Teil des Galgenvögel-Sets. Ich finde das Teil gar nicht mal so schlecht, es sieht aus wie so ein Zepter, ja der Griff, also der Stiel mit so einem gestickten Teil und also sieht auf jeden Fall edel aus. Die Eule in Gold, also sieht richtig, richtig cool aus. Man könnte einfach denken, dass es wirklich sehr, sehr teuer ist, wenn es in Real Life wäre. Ja, im Spiel 800 V-Bucks sind natürlich auch nicht wenig, aber kann man auf jeden Fall für so ein edles Erntewerkzeug ausgeben. Dann haben wir heute nochmal die Aerobic-Assassinen. Ja, nach der Arktis-Assassinen haben wir nochmal die Aerobic-Assassinen. Lass deine Siegesmuskeln spielen, Teil des Spandex-Truppe-Sets. Und für 1500 V-Bucks kriegt ihr hier nochmal die Rückenplatte dazu, beides. Ja, Leute, look at that ass auf jeden Fall. War auf jeden Fall mal in, würde ich jetzt nicht mehr so empfehlen, diesen Kleidungsstil, aber es geht ja um den Skin im Allgemeinen und ich finde den ganz cool. Kann man sich auf jeden Fall geben, aber muss nicht. Es gibt noch eine männliche Variante, den vorher irgendwie ein bisschen mehr als die weibliche, aber es gibt natürlich den ein oder anderen Liebhaber unter euch, der sagt, ey, ich will einen Skin mit einem knackigen Hintern, dann heute für 1500 V-Bucks im Shop. Dann haben wir natürlich nochmal das epische Sonderangebot, was ich eigentlich gar nicht mal so episch finde von Epic Games, weil das Ding wird jetzt wieder die nächsten Wochen immer im Shop sein. Leute, wenn ihr wollt oder wenn ihr Bock drauf habt, 10 Stufen für 900 V-Bucks zu kaufen, dann macht es ruhig. Ich würde es aber euch nicht empfehlen, weil ihr habt noch genug Zeit, euch den Battle Pass komplett voll zu machen. Und einer hat eine richtig gute Frage gestellt und zwar hat er gefragt, wenn ich mir das für 900 V-Bucks kaufe, 10 Stufen, kann ich mir dann nochmal 10 Stufen kaufen? Diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Ich würde aber mal sagen, ja, weil ich meine, ihr könnt euch ja genug, also ihr könnt euch ja unendlich viele Stufen kaufen, auch so. Also denke ich auch mal, dass das Angebot so ist, dass man sich das auch mehrmals holen kann. Vielleicht nicht an einem Tag, aber den nächsten Tag vielleicht nochmal. Also ihr könnt es ja mal gerne ausprobieren, würde ich aber nicht empfehlen, weil ihr habt noch genug Zeit, euch den Battle Pass voll zu leveln. Dann haben wir heute nochmal ein ungewöhnliches Erntewerkzeug, Presslufthacker.
Und das Ding ist ja relativ neu, ist zum zweiten Mal heute im Shop. Schwingen wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Ja, Leute, ich habe mich nicht wiederholt. Es ist wirklich die Beschreibung. Teil des Tierjackensets. Für 500 V-Bucks ein sehr cooles Erntewerkzeug. Sieht aus wie so ein Krabbenzange. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Ich mag eh keinen Hummer. Aber dann haben wir hier nochmal den Flauschsegel. Auch ein cooler Hängegleiter. Finde ich auf jeden Fall nice. Den kann man sogar nochmal... Ich habe ihn aus Versehen gekauft. RIP, auf jeden Fall. Aber Flauschsegel, fuck, den wollte ich gar nicht holen. Egal, kann ich ja noch zurückgeben. Seltener Hängegleiter, aufgebläht und landungsbereit, Teil des Tierjackensets. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn noch im Shop noch nicht gesehen irgendwie, aber der soll nicht neu sein. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Aber Leute, ich glaube, der ist nicht neu. Ich kann mich natürlich jetzt auch gerade täuschen, aber ich glaube, der ist nicht neu. Der war schon im Shop. Schreibt es mal gerne in den Kommentar. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Nichtsdestotrotz haben wir die beiden Sachen und natürlich noch was im Shop. Und zwar den Knurrer. Für 1500 V-Bucks mit dem Wuffer Erntewerkzeug auf dem Rücken. Ein cooles Teil kann man sich auf jeden Fall geben. Muss aber wie gesagt auch nicht sein. Also ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan davon. Ja, den Knurrer. Ich weiß nicht, ob wir den schon im Shop haben. Ich bin der Meinung, dass wir den noch nicht im Shop hatten, aber ich kann mich auch täuschen. Keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr es ja besser. Ich kann mich an die letzten Tage nicht erinnern. Aber für 1500 V-Bucks kriegt ihr auf jeden Fall diesen Skin heute im Shop. Passend dazu natürlich nochmal den Schlappohr und den Knabberchen auch noch mit dem Rückenaccessoire. Leute, ich weiß, ich wiederhole mich gerade schon ein paar Mal, aber ich habe das Ding noch nicht gesehen. Aber was mich gerade ein bisschen irritiert, da steht 23 Stunden. Und bei neuen Skins steht da immer 48 Stunden. Aber ich kann mich an dieses Set nicht erinnern. Ich glaube, das war noch nicht im Shop. Aber wenn ihr Bock darauf habt, dann könnt ihr das auch heute im Shop gönnen. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach zum ersten Mal im Shop. Also gönnt euch das auf jeden Fall. Vergisst mich aber nicht als Creator zu unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch beim Gewinnspiel nochmal mit Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal sein, natürlich auch die Glocke aktivieren. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, auch nochmal auf Instagram abonnieren. Tactics Gaming und YT ist unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Shop-Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.